davon. Die Szene. Als Einstieg. Hm? Also, ich finde es einwandfrei als Einstieg. Man sagt ja auch, Fleisch ist ein Stück Lebenskraft. Ja, das sagt jedenfalls die deutsche Schlachterinnung. Aber wieso schmeißt es am Ende weg und geht? Oh, hat sie nicht geschmeckt? Och. Naja, vielleicht können sie andere Organe auch noch verschlingen. Ich denke da zum Beispiel an, was schon, ne? Das können wir uns denken, nicht wahr? Was ein Herr Kasper sich denkt, ja. So ich dir ja. Ja, nee, aber eigentlich im Ernst. Eigentlich hatte er recht, nicht wahr? Unser Herr Spaßmacher, ne? Ich würde der ganzen Szene noch eine zusätzliche Sadomaso-Szene verleihen. Da würde mir schon einiges einfallen. Damit kriegen sie die Leute. Das erhöht die Zuschauerzahlen ungemein. Was echt davon halte? Naja, Jungchen, was will da denn hören? Vielleicht so, der Mann als Opfer für das verzehrende Naturell der Blondine schlechthin. Wollen wir so machen? Ja? Ist es dem Herrn recht so? Einverstanden? Was tut er denn hier wieder für eine Beziehung verarbeiten, hä? Was hat denn das mit Thema zu tun? Na ja, das ist eine Metapher. Das? Ist eine Metapher? Für was? Na, für die Fleischeslust. Für deine? Quatsch, sie ist eine Metapher. Für die weltweite Fressgier, Dekadenz, Kannibalismus, such dir was aus. Lass uns endlich anfangen, wir haben genug gequatscht. Anfangen? Mit was denn, Jungchen? Na, mit dem Stück. Apokalypse? So soll's doch heißen, oder? Ja, genau. Das heißt doch Untergang, Weltuntergang oder so. Was gibt's denn da noch viel zu sagen? Apokalypse? Das kommt aus dem Griechischen und heißt wörtlich übersetzt nichts anderes als Enthüllung. Ja, oder Entschleierung. Und zu diesem Thema habe ich auch noch einiges mit beizutragen. Du meinst, die hören dir zu? Das müssen sie. Warum? Weil sie diesmal von uns Puppen missioniert werden sollen? Und überhaupt, warum sollten wir das tun, Jungchen, frage ich dich. Weil's brennt. Lichterloh, schon eine ganze Weile. Das ist nicht unsere Sache. Das ist jedermanns Sache. Und Fraus Sache. Aber sie hören nicht zu, also werden sie untergehen. Aber dazu wird's. Darf's nicht kommen, hast du das jetzt kapiert? Kommt's aber! Weil sie uns den Puppen auch nicht zuhören. Sie lassen sich nicht am Kragen packen, mit der Nase hineinstupsen in den Dreckhaufen, so wie man es mit einem Hundskater macht, damit er endlich lernt, stubenrein zu sein. Ihre Gewohnheiten, die sind ihnen heilig. Kreuzige den! Werden sie dir zurufen, du musst wieder rufen, obwohl sie wissen, dass alles stimmt, was wir sagen. Genau. Deshalb gehört der Finger in die Wunde. Mach das nicht. Das wollen sie nicht. Sie wollen Telespiele, Ratespiel, Shows, Bier, Blutwurst, Bild. Nicht noch. Nach dem ganzen Verdrängungsalltag die Wahrheit aufs Brat geschmiert bekommen. Mach mal ein bisschen Tralala mit uns Puppen.
Schau sie dir doch an. Meinst, die haben viel zu lachen daheim? Aber genau das ist es, was sie wollen und brauchen. Ja, wie oft noch? Glaub mir, das Ganze muss den Bach hinuntergehen. Da geht kein Weg dran vorbei. Ja, aber... Los! Willst du die Welt retten? Deine besten Freunde verspotten dich. Lass sie sterben, wenn sie wollen. Was geht's dich an? Verehrte Zuhörer, wir unterbrechen unsere Unterhaltungssendung für eine wichtige Sondermeldung. Wie uns gerade die deutsche Presseagentur mitteilt, wurden heute Morgen gegen 9 Uhr mitteleuropäischer Zeit sämtliche weltweiten existierenden Massentierhaltungsbetriebe, Schlachthöfe, Versuchstieranstalten, Pelztierfarmen zum gleichen Zeitpunkt in einer nie dagewesenen generalstabsmäßigen Aktion eliminiert. Die gesamte Infrastruktur der weltweiten industrialisierten Fleischindustrie und tierverarbeitenden Branchen wurden mit einem Mal deaktiviert. Die zur Zeit der Auflösung in diesen Einrichtungen verweilenden Tierseelen wurden 7 Sekunden vor den Einschlägen von den sogenannten Lichtkriegern der himmlischen Einheiten transformiert. Alle Betreiber sowie nutznießenden Konsumenten wurden zur Verantwortung gezogen. Und nun wieder zurück zu unserer Unterhaltungssendung Wünsch dir was. Viel Spaß! Ha! Ha! Habt ihr das gehört? Es passiert da doch was! Auch wir! Ja, ja! Kasper! Freilich haben wir das gehört, jedes Wort. Um Gottes Willen. Ja, ich meine, was hast du denn da zur Verantwortung gezogen? Wir waren das nicht, das waren die anderen. Außerdem, die Kerrin hat ja auch nichts dazu gesagt. Hättest du es, dass man es den Gekreuzigten weiterhin auf die Schulter legen kann? Ja, weil sie so 2000 Jahre lang gut gegangen sind. Ein bisschen geht noch, sagen sie, ein bisschen geht noch. Stimmt's, ein bisschen geht. Geht nicht mehr? Au weh. Dann ist das doch Karma. Oh, heiliges Blechle. Jeder, der schon mal ein Bratwürstchen gegessen hat, der wird dann zerlegt am Fließband. Hör ich, dann kannst du bald den Bauchspeck vom Sauzüchter selbst fressen. Aber ich meine, wer macht denn sowas, frage ich mich. Ach was, das merkt doch keiner. Ja, das stimmt. Fleisch ist Fleisch. Sag ich ja. Kadaver ist Kadaver. Halt, das stimmt. Das habe ich gelesen. Da hat einmal der Schweinezüchter aus Kanada, ne?
Der hat 12 Jungfrauen umgebracht. Und dann hat er sich da nachgehängt, wo normal die Schweineleiber hängen, ne? Wo hat er sie zerlegt und so Hackfleisch vererbt und hat sie verpackt in die Bälle, ne? Und hat er sie verkauft, ne? Und keine all diese... kein Mensch hat es vielleicht gemerkt. Aber im Nachhinein, ne, als das Ganze rausgekommen ist, ach Gott, haben die Leute sich vielleicht aufgeregt, weil das nicht als solches auf die Verpackungen deklariert war. Jetzt hören Sie schon auf mit Ihren Räuberpistolen. Aber das stimmt, Bestandteile und Zusätze müssen auf die Verpackungen draufstehen. Ja. Hat doch Foodwatch jetzt durchgesetzt? Ja, danke, wir haben verstanden, was Sie uns sagen wollen. Wo waren wir stehen geblieben? Beim Karma. Ah ja. Karma. Obwohl es zu diesem Thema auch ganz neuzeitliche Ansichten gibt. Warum? Warum weiß ich auch nicht. Aus Kostengründen, verwaltungstechnischer Art. Die Chronisten aus den höheren Etagen haben keine Lust mehr mitzuschreiben. Dieses ewige Rad von Leidverursachung und dessen Ausgleich soll endlich angehalten werden. Das glauben Sie ja wohl selber nicht. Alle sollen davonkommen? Ist das jetzt das Ende? Oder der Anfang und alles fängt wieder genauso von vorn an? Und überhaupt, ist das eine schlechte oder eine gute Nachricht? Hallo, ja, Sie reden mit mir, fragen Sie Priester? Oder sonst jemand, der einen guten Draht nach oben hat, aus Ihrer Truppe? Nach ethischen Begriffen brauchen Sie mich bestimmt nicht fragen. Fräulein Morgenstern, was sehen Sie? Ich sehe eine neue Ära des Miteinanders herangekommen. Ein Zusammenwirken von Mensch, Tier und Pflanze. Wirkliches Gegeneinander, wirkliche Polarität diesbezüglich wird aufgehoben sein. Alle existierenden Ängste werden fortgeblasen, wie überflüssiger Staub, an den alle als das Wahrhaftige geglaubt hatten. Eine enorme Bewusstseinsausschüttung wird alle erkennen lassen, dass dieser Angststaub nur eine Oberfläche war, die das Wesentlichste bedeckt hatte. Die Anwesenheit der allumfassenden Liebe. In dieser Transformation findet die ihren Ausdruck. Das gesamte Universum wird in einem unvorstellbaren hellen Licht münden. Was das geht? Was? Ja. Ja, ja, ich gehöre. Danke, Fräulein Morgenstern. Dankeschön. Ist mir aber leider ein bisschen zu abstrakt für mein analytisches Denkhirn und Denkmuster. Nicht geeignet. Ich brauche einen Übersetzer. Haben wir hier nicht jemanden, der ein bisschen erdverbundener ist und mir das mal translaten kann? Ach, wie wär's denn mit Ihnen? Madame Babylon, können Sie mir das nicht übersetzen? Sie verstehen schon. Was verstehen Sie unter dieser Lichttransformation, hä? Naja, wie soll ich sagen? Ich meine, vielleicht wird sich alles auflösen in einem nie enden wollenden Orgasmus. Das? Die kapiert doch sowieso nicht, um was es geht. Hätte man es sparen können.
ich würde sagen, Madame Babylon weiß sehr gut, von was sie redet. Die war nicht ganz so esoterisch, eher erotisch, aber das war ja wohl die Essenz, nicht wahr? Naja. Meister Schreiber, Herr Professor. Ja. Haben Sie nicht irgendwelche Aufzeichnungen über so eine Lichttransformation? Sagen die Chroniken was? Es ist richtig, dass derartige Ereignisse in der Weltengeschichte selten vorkamen. Sag ich ja. Jedenfalls nicht in den Schulgeschichtsbüchern erwähnt, eher in den Erlösungssehnsüchten der Wesensheiten. Was aber nicht gleichbedeutend ist mit der Tatsache, dass derartige Big Bangs wie die der beschriebenen Lichttransformation nicht möglich sein können. Wie Einstein schon zu sagen gepflegt hätte zu seiner Zeit, gilt die Wahrscheinlichkeit als sicher, dass die Dinge, die wir uns vorstellen können, auch eintreten können, meine Damen und Herren. Ich weiß fein nicht, ne? Ob die Leute dann so weit sind, um sich vor Prana oder wenigstens vor Brokkoli zu ernähren? Na ja, weil fressen und saufen dann sind wir bitte. Ne? Und wenn es kein Soi und kein Rindviecher mehr gibt, ja, dann werden sie halt wieder die Hünd und die Kotzere schnappen. Wenn neue Geschäftler wieder. Na, wird es damit schlecht bestellt sein, verehrtester. Warum? Infrastruktur. Zerstört. Die weltweite Infrastruktur der fleischverarbeitenden Branchen. Gut, nehmen wir mal an, bei dieser Meldung eben im Radio handelte es sich nicht um eine Kopfgeburt unseres wunschdenkenden Spielers hier. Obwohl ich ja meine Zweifel habe, da waren doch einige Versprecher dran. Und überhaupt, was soll das heißen? Lichtkrieger, wer ist das? So was Ähnliches wie Gotteskrieger? Nein. Die können es garantiert nicht sein, die haben ja nicht mal Mitleid mit Menschen, warum sollten die mit irgendwelchen Tierchen Mitleid haben? Nee, also gut, dann waren sie eben doch die Außerirdischen, also gut. Infrastruktur zerstört der Fleischindustrie. Das heißt so viel wie, dass das gesamte weltliche Wertesystem in sich zusammenbricht. Da waren die früher kollaborierenden Finanzmärkte aber ein Klacks dagegen. Das sage ich Ihnen aber. Zunächst jedoch wird das Licht verlöschen und allen wird das verdrängte Dunkel vorgeführt. Hobby, Hobby. Jüngstes Gericht. Verstehe. Mir wird es langsam zu dumm. Meister, Schreiber, Herr Chronist, haben Sie nicht irgendwelche Aufzeichnungen, mit was er sich hier beschäftigt hat, unser Spieler, die letzten 12 Monate? Ja, habe ich. Aufzeichnungen von Autoren, die sich ausführlichst mit diesem Thema bereits beschäftigt haben. Außerdem dokumentarische Berichte, Fakten, die der Öffentlichkeit schon lange bekannt sind. Zum Beispiel hier eine Broschüre, ziemlich aktuell. Wussten Sie eigentlich, dass nach Aussagen des Vorsitzenden der Heinrich-Böll-Stiftung bei der Vorstellung des Fleischatlas davon ausgegangen wird, dass weltweit in einem Jahr 60 Milliarden Tiere geschlachtet wurden? Ohne Fische. 70% der gesamten weltlichen Ackerflächen werden für Tierfutter und für Tierhaltung verwendet. Na, sehen Sie, da können Sie ja froh sein. Weg von der Bodenhaltung hin zur Massentierhaltung, sonst bräuchte es ja 180% Boden, den wir ja nicht haben. Allein in Deutschland wurden in einem Jahr 59 Millionen Schweine geschlachtet. Zu 99,3% aus Massentierhaltung. Er ist ja auch viel effizienter, nicht wahr? Und hygienischer. Nicht unbedingt. Warum? Schweine sind von Natur aus saubere Tiere. Ach ja, kuschel, kuschel, deswegen geht man mit ihnen auch ins Bettchen, oder was? Das nicht. Aber man verweigert ihnen frische Luft, Stroh, Auslauf. Stehend auf eisernen Gittern. In eisernen Käfigen, fungierend als Gebärmaschinen oder stehend in eigenen Exkrementen. Ständiges Einatmen der Ammoniakkonzentration sind die Folgen. Brust, Herzbeutel und
Lungenentzündung sind die Folgen. Ja, ja. Antibiotika wird dem Futter grundsätzlich beigefügt, nicht erst im akuten Falle, wobei die Quantität und die Qualität dieses Medikaments ständig erhöht wird, was zu Resistenzen, zu Unempfindlichkeiten gegen Krankheiten bei Menschen führen kann. Ja, ja. Ich habe es gehört. Mein Gott. Aber ich meine, der Mensch braucht nun mal Fleisch. Das war immer schon so gewesen. Und machen Sie sich mal keine Gedanken wegen der Pharmazie. Die haben genug Mittel. Kriegen ja auch Mittel zur Verfügung gestellt. Haben jetzt wieder 1 Milliarde gekriegt wegen dieser Seuche. Irgendwo müssen die Mittel ja wieder hinkommen. Und das sind hervorragende Mittel, nicht wahr? Sind das auch wirklich die richtigen Mittel? Was? Ja, ja. Blutdruck senkend. Hervorragend. Wir haben ja immer geholfen. Ich habe keine Probleme mit Fleischverzehr. Sind Sie sicher? Was? Ja, zum Donnerwetter. Dafür wurden klinisch getestet. Dafür wurden Ratten geröstet. Nicht wahr? Aber gleich vorbei. Nein, was der Mensch braucht, das braucht er eben. Nicht wahr? Ich glaube, Sie brauchen was anderes. Ach ja, jetzt kommt die Masche wieder. Jetzt will er mich wieder zum Psychologen schleppen. Oder schlimmer noch, zur Figurenaufstellung. Wo dann rauskommt, dass ich zu wenig Zuwendung gekriegt habe. Man hätte mich zu früh ans Fläschchen gewöhnt. Babalabab, schnick, schnack. Meine Mutter hat mich geliebt, geliebt. Die hat mich noch gestillt, als ich 16 war. Die alte Frau, da wurde nicht aufgemuckt. Da hätte es gleich einen in die Fresse gegeben. Links und rechts und Schluss. So einfach war das. Aber wir sind ja nicht aus Pappe. Was? Madame Maruschka, hau weg den Scheiß. Das ist unser Motto. Und ab und zu ein ordentliches Stück Frischfleisch. Stimmt's? Ach, die Männer. Unsere Grillfanatiker. Sie lieben ja das rote Fleisch. Wir Frauen sind anders. Also ich persönlich bevorzuge ja das helle Fleisch, das weiße. Es ist gut für die schlanke Linie. Oh, bo, 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 bo. Wie bitte? Wussten Sie eigentlich, dass den Kälbern bewusst ein eisenhaltiges Futter vorenthalten wird? Was Sie eigentlich bräuchten zum Aufbau Ihrer Muskeln. Was erzählen Sie denn jetzt? Ja, dass Sie deshalb in den engen Boxen gehalten werden, in denen Sie sich nicht rühren können, um den Anteil der roten Blutkörperchen geringst zu halten. Diese Pferche, wo Sie drinstehen, verhindert auch, dass Sie dann aus Verzweiflung Ihren eigenen Urin trinken und an den Eisengittern lecken, um diesen Defizit wieder auszugleichen. Wissen Sie, das alles wird gemacht, nur um das vom Verbraucher bevorzugte weiße Fleisch zu erhalten. Also jetzt, wir wollen doch einen schönen Ab... Wissen Sie, wenn diese Kälber antransportiert werden zum Schlachthof, da erlebte man es immer wieder, dass diese Kälber bereits bei der Rampe zusammenbrechen. Sie können sich dann nicht wieder auf die eigenen Beine richten, weil der Knochenaufbau nicht dafür geeignet ist. Sie werden dann zum Tötungsbereich geschleift von Ihren Metzgern. Jetzt hören Sie schon. Wissen Sie, ich darf zitieren Wolfgang Schorlan, diesen Tieren wurde eine Leukämie angefüttert. Jetzt hören Sie mal schön auf, die Leute sind ja schon... wir wollten doch einen schönen Abend haben. So, lassen Sie das mal mit den Kälbern. Jetzt reden wir mal was anderes. Eigentlich rede ich auch... Ich esse
esse gar nicht so viel Kalbfleisch. Nein, lieber viel Pute. Putenfleisch ist wissenschaftlich nachgewiesen, soll gesund... Na, nicht unbedingt. Was heißt das jetzt wieder? Naja, Sie kommen ins Leben überhaupt mit Genmanipulation. Mit Wachstumshormonen werden Sie zum Wachsen gebracht und Antibiotika verhindert, dass Sie schon vorher umfallen. Ja, aber... Diesen Tieren wurde so viel Brust angezüchtet, dass sie einfach nach vorne umkippen. Weil auch ihr Knochenaufbau nicht dafür geeignet ist. Ja. Und von natürlicher Fortpflanzung ganz zu schweigen. Also jetzt... Diese Tiere sind im höchsten Maß... degeneriert, krank. Aber kranke Tiere sind profitabler. Sie wachsen schneller, fressen weniger und leben nur kurz und effizient. Das ist alles ganz schrecklich, was Sie mir hier erzählen, aber sind Sie mal ehrlich mit sich selbst, Bio könnte niemand bezahlen. Das ist richtig. Der Verbraucher ist nicht bereit, den echten Preis für Tiere zu bezahlen, sagen jedenfalls die Betreiber von diesen Putenfarmen. Aber es lohnt sich für sie immer noch, auch wenn sie mit 10 oder 15% Verlust rechnen. Und bei vielen Puten, die im Schlachthof ankommen, sind die Flügel gebrochen, weil man so viel wie möglich, so schnell wie möglich in die LKWs stopft. Alten. Wissen Sie... Wenn Sie in die Nähe von diesen Putenfarmen kommen, können Sie es schon von Weitem riechen. Diese Lager, Betriebe, verfügen über Verbrennungsöfen, in denen die Tiere, die täglich sterben, verbrannt werden. Also, Herr Schreiber, ich muss schon sagen, was Sie mir hier auftischen. Also, wissen Sie, ich esse viel lieber Hühnchen. Außerdem, jetzt muss ich Ihnen mal was erzählen, rein privater Natur, die Kinder. Die Kinder mögen sie sehr, die Tiere, wenn sie die alle abschaffen. Die Kinder mögen sie. Ich habe keine eigenen, aber ich habe einen kleinen Neffen. Ach, den müssen Sie mal sehen. Er ist so ein Süßer, so ein Kleiner. Und mit dem war ich kürzlich auf dem Bauernhof. Und da kamen die Küken angebraust. Und die haben sich füttern lassen und streicheln lassen. Mein Neffe hat sich so gefreut, dass ich mit ihm da hingegangen bin. Und die Küken, die hat er richtig in die Hand nehmen können. Und die haben gefressen aus der Hand. Und ich habe ihm dann später noch ein kleines Plastikküken gekauft für zum Geburtstag, für die Badewanne. Was glauben Sie, wie der sich gefreut hat über seine Tante? Ach, ich habe den richtig ins Herz geschlossen, den Kleinen. Ins Herz? Ja, wir Puppen haben keine eigenen Herzen, das sagt man eben so. Küken habe ich auch. Na egal, Hühner werden übrigens auch künstlich groß. Antibiotika verhindert, dass sie schon vor den 39 Tagen sterben, wo sie geschlachtet werden. Da sind sie auch Kinder, wissen Sie? Naja, sie dürfen gar nicht über ihre Adoleszenz hinaus älter werden, weil sie sonst verseucht wären. Wissen Sie, in der Geflügelhaltung, Bodenhaltung, ist es durchaus üblich, um zu verhindern, dass sie sich gegenseitig zerhacken, werden ihnen die Flügel, die Schnäbel abgeschnitten. Das gleicht einer Unterkieferentfernung beim Menschen ohne Betäubung, sagte ein Veterinär. Also, Herr Schreiber, ich bitte Sie, jetzt reicht's aber. Ich weiß, was der machen will. Warten Sie mal, ich werde Sie gleich erheitern. Passen Sie mal auf, Herr Schreiber, der will mich zur Veganerin machen. Sagen Sie mal, Herr Schreiber, stimmt es eigentlich, dass die selbst beim Sex kann tierisches Protein schlucken dürfen? Naja, wenn man es genau nimmt. Sehen Sie, was bleibt denn da noch? Soll ich etwa nur Fisch essen?
Naja, gegen Garnelen aus dem freien Ozean, da wird wohl niemand was haben, oder? Niemand. Seitens der Hochseefischerei. Wenn man von dem 80-prozentigen Beifang unzähliger Fischarten absieht, der dann dabei anfällt. Ja, ja, jetzt machen Sie einen Punkt. Ja, und bei vielen von diesen Tiefseefischen, die schnell an die Oberfläche gehievt werden, treibt es denen durch den Druckunterschied die Augen aus den Höhlen und die Gedärme aus dem Maul. Sie mögen mich nicht. Wie bitte? Ich habe schon versucht, Sie zu erheitern. Aber nein. Sie müssen immer und immer wieder in dieselbe Kerbe schlagen. Wir wissen es. Ich will es nicht mehr hören. Und ich weiß genau, dass Sie mich auch verachten. Sie sind genauso wie die Zweibeiner. Ich dachte, Sie sind eine von uns. Aber Sie sind genauso wie all diese Lust- und sinnesfeindlichen Moralapostel, die den Finger auf mich zeigen. Man-Eater, das ist doch das harmloseste Attribut, mit dem sie mich belegen. In Wirklichkeit geifern sie nach mir, während sie gleichzeitig mich verachten. Sie hassen mich. Und sie sind nicht anders. Sie kleinbürgerliche Holzpuppe, sie! Madame, bitte, ich bin der Chronist. Ich habe diese Dinge zu sagen, die allen bekannt sind, aber vor denen alle die Augen verschließen. Ich muss das sagen, das ist doch meine Rolle. Ja, vielleicht ist es so, dass sie verachtet werden, dafür, dass sie Lust und Freude bringen. Schauen Sie, auch ich werde verachtet dafür, dass ich die Wahrheit ausspreche. Ist das nicht alles grotesk, Madame? Nein, ich verachte sie nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Ich schätze sie sehr, Madame. Bitte verzeihen Sie mir. Herr Schreiber, ich hab's nicht so gemeint. Ich hatte meine Rolle verloren. Ich wollte das nicht zu Ihnen sagen. Aber ich bitte Sie, es stimmt doch, was Sie sagen. Natürlich bin ich eine Holzpuppe, was denn sonst? Aber kleinbürgerlich? Nein. Ich war früher sogar ein heißer Feger. Hab gern getanzt. Und wie? Ich war richtig berüchtigt. Mit dem anschließenden Nachtprogramm, Sie verstehen? Aber ja. Aber schauen Sie, der Zahn der Zeit nagt auch an einer Holzpuppe. Sehen Sie? Ich verliere meine Haare. Das ist nicht schlimm. Herr Schreiber, Sie sind attraktiv genug. Das macht überhaupt nichts. Anders als Sie, Sie sind zeitlos schön. Sie sind immer schön, vom Kopf bis zur Sohle. Zeitlos. Sie sind die ewige Hure. Das ist das, was Sie sagen wollten. Schönheit, wollte ich sagen. Aber es stimmt, was Sie sagen. Dieses Substantiv ist tatsächlich in Ihrem Psychogramm. Ja, das ist Ihre Rolle. Was wird wohl geschehen, wenn ich meine Rolle verliere? Wenn meine Fassade, meine hübsche, fällt? Was wird dann sein? Was ist dann noch von mir übrig? Ich weiß es nicht, Madame. Ich weiß nur,
Was geschieht, wenn die Welt dem Chronisten nicht mehr zuhören will? Dann verliert die Welt ihren Erzähler. Und dann falle ich zusammen. Was ist mit den Küken, Herr Schreiber? Ach, lassen Sie doch. Sie sind der Chronist. Sie müssen diese Dinge sagen. Nehmen Sie auf mich keine Rücksicht. Bitte, was ist mit den Küken? Die männlichen Küken aus den Legehennenproduktionen. Sie werden tagtäglich millionenfach. Außer übrigens in Hessen und Nordrhein-Westfalen. Was werden Sie? Vergast. Oder wenn Sie weniger Glück haben, lebendig zerschreddert. Aber, Madame, Sie haben ja doch ein eigenes Herz. Mir ist kalt. Ich friere so. Herr Schreiber, mir ist so kalt. Geben Sie ihr die Decke, bitte. Ja. Hey, was soll das? Herr Schreiber. Professor, läuft da was zwischen Ihnen und der Madame? Wieso? Wächst Ihnen jetzt auch ein Herz oder was? Was wollen Sie denn mit Madame Babylon? Machen Sie sich mal nicht lächerlich, ja? Was soll denn diese Bemerkung? Geben Sie ihr mal die Decke. Haben Sie Mitleid oder was? Das steht doch gar nicht in Ihrem Text. Kümmern Sie sich um Ihre Angelegenheiten. Und überlassen Sie die meinigen mir. Verzeihen Sie mir, aber merken Sie eigentlich gar nicht, was hier gespielt wird? Wir werden missbraucht! Was? Alle werden hier missbraucht, hier, die ganze Truppe! Benutzt! Von wem? Von wem schon? Von unserem Protagonisten hier! Der benutzt uns, damit er seine Meinung den Leuten überstülpen kann! Ja! Nein, genau das ist es eben nicht. Ich wünschte, die Leute würden nach ihren eigenen Überzeugungen handeln. Nachdem sie endlich aufgehört haben, sich selbst zu belügen. Oder sich belügen zu lassen. Von der Fleischindustrie natürlich. Die sie diskreditieren wollen, Menschenskinder. Die wirtschaftliche Effizienz hat sich nun mal durchgesetzt. Das dient alles zum Wohl des Menschen. Zum Wohl der Gier, meinen Sie wohl? Ach ja, natürlich. Bloß weil die sich ordentlich vermarkten. Und die Bedürfnisse des Verbrauchers erfüllen. Im Gegensatz zu ihnen. Heucheln Sie mal hier nicht so rum. Haben Sie nicht früher Bratwurst gegessen? Wie viel waren es denn? Hä?
Stimmt. Reiner Wegler Bratwurst mit Kraut, blaue Zipfel mit Zwiebel, geräucherte Bratwurst mit Thymian oder Majoran. Natürlich, na freilich haben sie was geschmeckt. Und wie? In Franken muss man das mögen. Ist ein Kulturgut. Ist noch nicht zur UNESCO vorgedrungen, aber sie haben einen Antrag gestellt. Franken ohne Bratwurst, das geht. Schauen Sie. Diese Zeitungsbeilage, vierter fränkischer Bratwurstgipfel, Mitte dieses Jahres, eine 24-seitige Beilage in der hiesigen Stadtzeitung. Jetzt hören Sie zu, ganz kurz. 15 Metzgereien aus ganz Franken grillen über 30 Bratwurstsorten. 11 Uhr Eröffnung des Bratwurstgipfels, 12 Uhr Promi-Verkostung der Klassiker-Bratwürste, 14 Uhr Metzger-Verkostung der Bratwürste, 14 Uhr Auftritt des Kabarettisten, oh wie nett, 16 Uhr Expertenverkostung der Kreativbratwürste, 17 Uhr Preisverleihung. Jetzt hören Sie zu, ganz kurz noch. Kreativbratwürste. Bratwurst Lolli Rolli. Hawaii-Stil. Oder Bratwurst mit Erdbeerminze. Und jetzt kommt's. Bratwurst mit Honig-Rosenblütenaroma. Ist das nicht toll? Nee, also Preisverleihung. Ja klar, na klar muss den Metzgern ein Pokal überreicht werden. Die haben sich auch große Mühe gegeben. Naja, aber wie viel Mühe haben sich die Schweine gegeben? Müssen. Wissen Sie, mir wäre es normalerweise nicht aufgefallen, aber diese Zeitung umfasste damals 24 Seiten. Und auf keiner dieser Seiten gibt es irgendeinen Bezug zu der Spezies Schwein, dem Tier, einem mitfühlenden Wesen, was sich selbst gibt für diese leckeren Bratwürste. Sollten wir nicht anfangen, mal dem Schwein einen Pokal zu geben oder sich zu verbeugen? Nein. Die alten Völker, die durften das. Das war edel. Hey, Bruder Büffel, ich danke dir, dass du dich gegeben hast dafür, dass ich essen kann. Möge dein Geist mir verziehen haben. Oh, das war edel. Aber gehen Sie heute mal in eine fränkische Gastwirtschaft, bestellen Sie Schweinebraten. Wenn er dann kommt, stehen Sie auf und sagen, hey, Bruder Schwein, ich danke dir, dass du dich gegeben hast. Ich bitte inständig, dass du deine Eckzähne behalten hast und deinen Ringelschwanz. Und wenn man sie dir entfernt hat oder abgeschnitten, mögest du betäubt worden sein, auch als du kastriert worden bist. Ich bitte inständig, dass du ein gutes Leben gehabt hast, dass du keine Qualen aushalten musstest und dass dein Tod ein für dich verträglicher war. Dass dein Geist, als er hinübergegangen ist, auf die andere Seite, dass er mir verziehen hat. Weil ich muss leben. Mir schmecken nun mal deine Bratwürste. Verzeih, Bruder Schwein. Wer macht das? Nicht viele. Man nimmt den Namen Schwein noch für ein Schimpfwort. Für irgendeinen Politiker oder Staatsmann, die alte Drecksau. Den will man beleidigen, man beleidigt aber das Schwein. Oder noch schlimmer, man verhöhnt es. In Gräfenberg auf dem Mittelaltermarkt, da gab es ein Bratwurst-Wettessen. 5 schneidige, kernige Burschen von der Feuerwehr, nehme ich an. Auf der breiten Bühne, draußen auf dem Markt, 500 Zuschauer. Jeder von diesen Burschen hatte ein Tischchen und ein Stühlchen und unter dem Tischchen stand ein Eimer. Jeder von den Burschen bekam einen großen Teller mit viel Bratwürsten, Sauerkraut und Brot. Dann wurde der Startschuss abgefeuert und sie fingen an zu essen. Essen? Naja, Schlangen. Wenn es nicht rutschen wollte, gab es einen Schnaps. Wirst du wohl das Brot essen? Na los! Die Leute lachten. Der erste Schnaps musste getrunken werden. Und irgendwann speite der erste. In einem hohen, strahlenden Eimer. Ein paar waren irritiert.
Aber die meisten grölten. Normal wäre mir das nicht aufgefallen, aber ich hatte mich nun mal unglücklicherweise mit diesem Thema befasst. Normalerweise hätte ich gedacht, naja, das ist wie der derbe fränkische Humor. Gut. Das zum Thema. Ich mag Bratwurst, aber ich esse keine mehr. Diese Art von Wurst bringe ich nicht mehr runter. Ich schluck's nicht mehr. Warum? Erfahren Sie am Anfang des zweiten Teiles, wenn Sie da noch da sind, würde es mich freuen. Wir machen 15 Minuten Pause. Tschüss.